Liebe Leute, heute zeige ich euch etwas Gefährliches, und zwar den Henkersknoten. Ganz wichtig, ihr kennt meine Einstellung, ich glaube an ein Leben nach dem Tod und ich glaube, wir sollen niemanden ermorden und Selbstmord geht auch unter Mord. Ich glaube an einen Gott, der lebt und der eine Beziehung mit uns haben will, aber ich zeige euch jetzt rein zu wissenschaftlichen Zwecken, wie der Henkersknoten funktioniert. Dafür machen wir so eine doppelte Schlinge, hier eine, und wickeln das Seil 13 Mal darum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wenn wir das haben, nehmen wir dieses Ende, fällen das hier ein, ich habe jetzt hier genug Seil, ziehen das eng zusammen. Das hier ist jetzt vor, ist jetzt eher ein bisschen zu viel, aber das hier ist jetzt der Henkersknoten. Der zieht sich schön zusammen und da gibt es kein Entkommen mehr.